herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, wir haben jetzt in der Zwischenzeit schon ein bisschen weitergearbeitet. Ich guck mal gerade hier rein. Hä? Mir läuft irgendwie Wasser. Lol, der Milchstricker hängt. Mhm. So, wir haben hier jetzt schon 2, 4, 6, 8 Butterfässer voll. Der Hans-Peter sitzt da oben drin, der Tigerfarm. Wie lange brauchst du denn noch? 4 Minuten. Okay. Und ich balle jetzt mal hier noch Stroh rein bei den Kühchen. Vielleicht kannst du gleich nochmal nach dem Drescher gucken. Der müsste nämlich bald fertig sein. So, ich hoffe mal, dass es da reinkommt. Bitte nicht pfeifen. Warum? Weil das sehr unangenehm ist für die Ohren. Für mich nicht. So, hier passt das rein, sehr gut. Aber ist schon okay. Danke. So, was haben wir dann? Achso, ne, der muss unten nochmal, aber vielleicht muss man den dann nochmal abtanken. Was du auch schon gemacht hast, ist, glaube ich, die Dieselherstellung befüllt, gell? Hallo? Hm? Dieselherstellung hast du auch befüllt, gell? Ja. Aber da, Zeit. Ich wollte gerade sagen, da ist gar nichts vorwärts gegangen. Da haben wir noch nicht so viel drin, aber das wird alles jetzt dann auch wieder werden. 10.000 Diesel haben wir fast und 2.000 Schweinefutter. Und der Drescher hier, der fährt auch noch freundlichst. 3 Minuten noch. Na. Gut. So. Ich würde mich dann gleich mal dran machen, dass ich wieder das neue Feld ansähe, Feld 4. Mhm. Den Akkuliner lasse ich hier mal gerade stehen mit Stroh drin. Und ich brauch's. Frontgewicht. So, im Moment läuft's recht gut, finde ich. Was denkst du so? Du so? Ja. Hm. Also wir kommen voran, wir haben Drescher muss abgetankt werden. Wir haben Produktion am Laufen, was jetzt Gewächshäuser anbelangt. Außerdem natürlich die Butter- und Milchproduktion, Butter- und Käseproduktion. So, hier muss ich erstmal Dünger auffüllen, ey. Musst du das? Oder möchtest du das? Ah, sollte schon. Es sind nur noch 500 drin. Nochmal die... Was waren das? 800 war, glaube ich, noch drin. Oh, toll. Jetzt ist das Rohr auf der falschen Seite. Das ist immer doof. Haben wir Düngerherstellung drauf? Ja, haben wir. Aber es ist, kostet 225 Euro. Dafür können wir Gülle benutzen. Und Mist. Können wir noch Kredit aufnehmen? Nicht viel. Ich guck mal gerade. Okay, doch viel. Das reicht. Können wir kaufen. Ist nur die Frage, wo wir das hin platzieren. Wow, wir haben 640.000 verdient. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Schweinefutter wird ja gleich fertig. Dann können wir wieder zurückzahlen. Aber dann können wir Dünger produzieren, weißt du? Dann müssen wir nicht ausgehen, nicht kaufen. Und die Frage, wo wir das hinstellen. Hast du eine Idee? Ein YouTuber hatte mal, ich glaube, 3.700.000 Kredit. Das ist ganz ordentlich. Mhm. Also am Hof wird schwer. Doch, man könnte es oben platzieren beim Kuhstall. Dachte Fahrradkette, ne?
Hätte, hätte, Fahrradkette heißt das. Wir haben oben, oder ist hier, Moment. Ist hier nicht sogar eine Düngerproduktion mit drauf? Was sind das hier oben? Das war der Verti-Mixer, was ist das? Mischfutter. Mischfutter. Dann haben wir unten noch Schweinefutter. Hier ist Saatgut. Hier keine Düngeproduktion drauf. Ich dachte, die wäre schon da. Nee, sieht nicht so aus. Schade. Aber hier oben wäre theoretisch Platz. Zumindest ein bisschen. Was denkst du denn? Sollen wir das an den Hof irgendwo platzieren, oder? Klar. Aber es ist halt nicht viel Platz, gell? Das sage ich dir gleich. Ist egal. Dann müssten wir oben den Feed-Trailer mal umstellen. So rum ist aber, glaube ich, doofer, schlechter wie andersrum. Weil drüben beim, oder? Bei den Silos ist auch ein bisschen schlecht Platz. Nee, da ist gar kein Blitz. Da müssten wir eher die Karte bearbeiten und sagen, okay, man macht ein, zwei Sachen weg, die standardmäßig da sind. Oder wo auch gehen würde, wäre direkt auf dem Hof vorne, vor der Werkstatt. Ich merke schon, du bist nicht bei der Sache. Doch. Dann äußere dich mal. Was ist denn, ah ne, das ist ein Silo, gell, das für Silage. Dieses Hochsilo da hinten beim Heulager, gell? Ja. Okay. Was denn, wenn ich das hier hinstelle? Oh, dann steht's direkt vorm Haus. Schlecht. Findest? Dann mach ich's hier hin. Fertig. Dich. So. Nein, jetzt ist das eine runtergefallen. Okay. Dann haben wir jetzt hier auch... Nee. Düngeproduktion. Toll. Gell, finde ich auch. Dafür haben wir jetzt mehr Kredit. Alter, das ist riesig. Ich hab das hier voll zwischen reingeballert. So, was müssen wir hier jetzt reinmachen? Mist oder Gülle? Aber das Alter! Kann ja nicht. Was? Ich hab doch gesagt, hier hinten ist der einzigste Platz und dann wird's eng. Hast du gesagt, ist egal. Das ist so groß, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das Gebäude wäre schmaler. Ja, im Grunde, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir eher die Dieselproduktion da drüben reingemacht, weil die ist kleiner. Aber nun ist es halt mal so. So, warte mal, wo steht denn mein Johnny? Hallo? Ah, hier. Dann kann ich noch einmal hier den Dicken hinten. Drescher steht. Bitte? Wenn man Futter machen. Mensch.
So, ich guck mal gerade. Ich kann, glaube ich, in dieses Fässchen hier auch Gülle reinballern. Oder? In das Lizard. Das alte. Nein. Nein. Bist du sicher? Nein. Hast aber recht. Wusstest du. Ah, aber es kommt drauf an, okay. Oh, Alter, ich kann nicht stapeln. Es fällt immer wieder runter. Dann, Pech gehabt. Oh, nee. Es ist wohl so, wenn wir da Mist... Was? Bin mir nicht sicher, was wir da genau brauchen. Ich glaube, wenn wir wenn wir Gülle reinmachen, kriegen wir Flüssigdünger. Ich sehe jetzt erstmal an. Ich hätte nämlich gerne Feststoffdünger. Sonst bringt uns die Amazone auch wieder nichts. Oder nur die Hälfte. Da steht doch Dünger. Ist es so. Wo? Ja, eine Düngerherstellung steht doch Dünger. Ja, aber wenn du Gülle reinmachst, kommen wahrscheinlich Flüssigdünger raus, weil Gülle ist flüssig. Nein, kommt nicht. Hast du schon ausprobiert? Ich denke, dass es nicht rauskommt. Ja, dann guckst du mal in den Shop und guckst, welches Symbol da als Dünger dran steht. Da ja, steht, das ne? normale Festdünger. Das ist Festdünger-Symbol? Ja. Okay, dann passt's ja. Was ist der? Kann das Gator-Fass Gülle? Ja, das sollte es können. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was wir falsch gemacht haben. Ja, okay, wir haben ja auch das Lizard Universal-Pack drauf, da wäre auch die Möglichkeit für Gülle gegeben. Ein SFM Universal-Tank-Pack. Jupp. Aber das gucken wir dann erstmal. Schau mal. Schau ich mal, dass ich hier voll angesät bekomme mit der einen Ladung, dann passt schon mal. Oh. Ja, finde ich auch. Wollte ich gar nicht eigentlich. Drescher steht immer noch. Steht da das? Ich will nicht in den Ding. Du musst ihn ja nur umplatzieren. Ich bin dabei. Gut. Ja. Gib mal ein bisschen Gas. Ich habe auch Zeit. So ist es ja nicht, ne? Ich kann auch hier stehen bleiben. So. Schweinefutter. 12.000. 12.000. Also optimal wäre, wenn der Dünger hier für beide Felder reichen würde, aber ich vermute leider, dass das nichts wird. Wie viel ist drin? Nicht so viel. 1160 jetzt mal. Oh, Alter. Scherben. Beim Kühen ist schon wieder 900 Milch. Das ist gut. Keine Ahnung, warum das heute so schnell geht, aber gut ist es. Au. Hast du die Milch in der Buttermaschine wieder aufgefüllt? Bin ich ja gerade dabei. Ah ja. Und da müssen wir halt dran denken, dass wir auch den Laden heute befüllen. Soll ich das für dich machen? Kann ich mal machen. Ich bin gerade am Aussehen. Bist du das? Yep. Ich baller direkt wieder Raps drauf. Klar. Saatgut haben wir ja mega viel.
Ey, der Haferpreis ist jetzt bei 950. Die haben uns voll abgezogen. Dabei wollten wir die abziehen. Ey. Wir wollten die eigentlich abziehen, aber na gut. Ja, ging wohl nach hinten los. Nee, nach vorne. Nee, es ging nach rückwärts los. Von rein. So. Warum haben wir weniger Geld? Ach so, Alter, ja, stimmt ja. Bist du irgendwie dement? Gelegentlich. Du hast vor 10 Minuten, höchstens, vor 10 Minuten, höchstens, diese Kackdüngemaschine da. Gebaut. Platziert. Und du fragst höchstens 10 Minuten später, warum haben wir nur noch 8000? Kann ja mal passieren. Ich bin schon vergesslich, ja? Ich bin Hallo, schon vergesslich. Du bist und ich vergesse das nicht nach 10 Minuten. Du bist mehr als halb so alt wie ich. Ja, es ist ein Unterschied. Ich bin mehr als halb so alt wie du. Ja. Weniger als halb so alt. Weniger. So ist, glaube ich, richtig artikuliert. Ja. Sonst wäre ich über 60. Was? Das wäre doppelt so alt wie ich. Ja, da hast du auch eben gesagt. Nein, ich habe gesagt halb so alt wie ich. Nee, hast du nicht gesagt. Ich habe halb so alt wie... Du hast sogar selber so wiederholt. Nee. Alter, guck die Folge an. Ganz am Ende ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst dem dementen Tigerfarm ein Like und ein Abo da. Wieso jetzt ich? Und du vergisst es dann nach 10 Minuten. Bis morgen. Ciao. Tschüss.